Hey Leute, hier ist Ledator und herzlich willkommen zum 11. Fun Let's Play. Heute spielen wir mal wieder Schach und es geht gegen FCOJAVIER oder mit, wie auch immer. Und das ist ein sehr starker Spieler, er hat über 2000 und er spielt auch hier relativ schnell. Ich spiele hier natürlich die französische Verteidigung, entwickle meine Figuren und er spielt wirklich sehr schnell. Und ich entwickle mich hier standardmäßig, werde hier C6 spielen und versuchen, die Stellung zu sichern und eine solide Stellung anzustreben. Jetzt könnte ich meinen Läufer hier spielen, das sieht man relativ häufig. Und ich denke, in dieser Stellung ist es auch relativ gut. Dann den Springer entwickeln, das macht er genauso. Ich sehe in seinem Aufbau keinen wirklichen Fehler, ist alles sehr standardisiert. Okay, jetzt schaut er ein bisschen auf diesen Punkt. Und muss ich schon was dagegen tun? Sollte ich was dagegen tun? Was passiert, wenn er den Springer hier nach vorne spielt? Gut, dann kann ich immer noch den Bauern hier eins nach vorne ziehen. Ich denke, ich tue es ihm hier gleich und bringe meine Dame auf die C-Reihe. Genau, das dachte ich mir schon. Dann kann ich den einmal vertreiben und ich sehe jetzt nicht wirklich, was passieren soll, wenn er den Springer dahin zieht. Oder wenn der Läufer dahin zieht, kann ich auch einfach zur Seite gehen. Der Läufer sollte ihn natürlich nicht schlagen, sonst kommt ein Matt. Aber, okay. Okay, Moment. Wenn ich jetzt hier einmal schlage, angenommen, und er schlägt hier einmal, dann schlage ich hier einmal pro hier hinten mit Matt. Ne, nicht mit Matt, sondern mit Schach. Mit Matt leider nicht, aber mit Schach, weil mein Läufer ist da noch im Weg. Das ist schade, dass mein Läufer da im Weg ist. Wenn er nicht im Weg wäre, aber kann ich daraus was machen? Schlägt, 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 Läufer schlägt. Habe ich dann irgendeinen Abzug mit dem Läufer sozusagen, sodass es matt da hinten droht und ich gleichzeitig eine ernste Drohung habe? Nee, sehe ich jetzt nicht. Trotzdem sieht das mir eher gefährlich aus, was er da hat. Moment, was ist, wenn er schlägt? Ich schlage mit dem Springer und dann gebe ich da einmal Schach. Er muss zur Seite gehen und dann ziehe ich mit dem Läufer dahin. Zieht er mit dem Bauern davor? Oh, das ist kompliziert. Und ich verbrauche viel Zeit, um das zu berechnen. Ah, aber vielleicht funktioniert es. Ich bin mir nicht sicher. Bauer schlägt, Springer schlägt. Läufer schlägt da, genau. Dann dieses Schach hier. Dann geht er einmal zur Seite. Dann gehe ich mit dem Läufer dahin. Er darf den nicht nehmen, weil sonst kommt matt. Und dann geht er mit dem Bauern nach vorne. Was mache ich dann? Ich habe den Springer noch da stehen. Ah, dann kann ich hier einmal... Dann kann ich da einmal schlagen, oder? Boah, das ist brutal schwer, jetzt das so zu sehen. Ob das geht. Aber dann hängt irgendwas. Was hängt dann? Ich den Läufer dahin ziehe. Droht erstmal das Matt da und wie kann er das noch verhindern? Aber mit dem Springer kann er dahin ziehen. Ah, und dann deckt er hier. Dann ist er hier zweimal drauf. Ah, Mist. Okay. Ich möchte das jetzt mal sehen. Und ich habe kaum noch Zeit. Boah. Die Zeit ging jetzt richtig runter. Jetzt muss ich wirklich schnell spielen. Bin gespannt, ob er das jetzt auch so zieht oder was er jetzt macht. Genau, das habe ich gedacht. Was ist, wenn er den Springer dahin zieht? Das ist halt blöd. Macht er aber nicht. Oh, jetzt hatte ich Glück. Dann kann ich doch dem einmal nehmen. Weil ich habe gedacht, wenn er den Springer dahin zieht, dann... Ah, dann ist es plötzlich nicht mehr so klar. Aber jetzt, so ist es, glaube ich, gar nicht schlecht für mich. Hoffe ich mal. Was, er nimmt den? Okay.
Ja, jetzt kann ich mich ja hier einmal aus der Affäre ziehen und habe einiges an Material mehr, aber dafür viel weniger Zeit. Und da drohen natürlich schon ein paar Sachen hier. Turm hier rüber. Ja, klar. Klar. Das droht natürlich. Da opfere ich jetzt einmal einen Bauern. Schwierig, schwierig. Ich habe zwar mehr Material, aber also ich habe sogar drei Bauern mehr, aber ich gebe jetzt einen wieder zurück und danach ist die Stellung trotzdem scharf, sozusagen. Jetzt laufe ich einmal mit dem König. Ich möchte kein Risiko eingehen, keine Abzüge zulassen. Dann werde ich meinen Springer versuchen zu entwickeln und so schnell wie möglich hier das zu sichern, so gut ich kann. Hoffentlich reicht's noch. Es wird verdammt knapp. Droht auch ein bisschen, dass er mit der Dame hier hinkommt. Das sehe ich zum Beispiel gerade. Und die Zeit, die droht natürlich auch noch. Ach, unheimlicher Druck hier. Wirklich unheimlicher Druck. Aber euch zuliebe versuche ich dem Stand zu halten und hier alles zu geben, was noch möglich ist. Genau, jetzt. Doch. Das probiere ich jetzt. Kommt zwar dieses Schach, aber ich habe berechnet, dass ich dann zumindest dahin kann. Und jetzt bin ich erstmal auf den Läufer drauf. Was ist, wenn ich den jetzt einfach nehme? Was droht da? Droht da was? Droht, dass er mit dem drüber geht, aber dann kann ich mit dem Bauern vor. Hat er das gesehen? Hat er das so gemeint? Und droht da was anderes? Ich hoffe, dass ich mich jetzt genau nicht verkalkuliert habe. Dann möglichst schnell mit der Dame hier rüber und möglichst. Oh, aber ich kann jetzt sogar einmal das hier spielen. Nein, dann kann er hier einmal schlagen. Oh, das habe ich übersehen. Aber unter diesem Zeitdruck sei es mir verziehen. Genau. Aber ich habe jetzt ziemlich viel Material mehr. Dafür kaum noch Zeit. Boah. Das ist ja hier wirklich schwierig. Also, meinen anderen Turm hier ins Spiel bringen. Dann die Dame vielleicht hier hinbringen. Dann habe ich hier einen gewissen Doppelangriff. Ja, ich glaube, ich stehe eigentlich relativ gut. Gehe ich mal dahin. Ich muss immer weit auf dem Punkt draufbleiben. Das ist ein bisschen nervig. So, aber jetzt habe ich hier vielleicht ein paar Schachs, die vielleicht irgendwas bringen könnten. Genau. So. Also ein Dauerschach sollte ich sicher haben. Also ein Remis. Aber kann man das auch irgendwie gewinnen? Eigentlich sieht das gut aus für mich, aber muss man erstmal hinbekommen. Und es droht ja auch immer ganz, ganz viele Matts drohen hier. Da kann man sogar die Dame einmal opfern und trotzdem ist sie mit dem Turm dann matt. Boah, das ist wirklich Wahnsinn hier. Aber ich kann vielleicht auch einmal hier schlagen mit dem Turm. Schlägt er hier einmal mit Schach. Oh, das kann ich machen. Oh, das mache ich, glaube ich. Das mache ich, glaube ich. Hauptsache eine angreifende Figur weniger. Weil wenn ich hier einmal mit dem Turm schlage und er mit hier mit Schach schlägt, dann kann ich danach immer noch hier rüber gehen und dann sehe ich nicht, was so wirklich droht. Bisschen Respekt habe ich hier vor dem Zug mit dem Bauern vor, aber dann könnte er auch vielleicht matt werden, weil hier Schach, geht er dann hin, dahin, dann kommt der Turm dahin. Wenn er der Dame dafür gibt, dann habe ich aber hier mit Schach das Ganze. Das sieht gut für mich aus. Das sieht wirklich gut für mich aus. Und das unter diesem enormen Zeitdruck. Und da kommt dieses Schach einmal. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verrechnet. Kommt dieses Schach. Aber jetzt wird es doch dann matt. Ne? Das darf er nicht machen. Da müsste er die Dame dafür geben und jetzt wird es matt. Okay, wow. Das war wirklich nervenzehrend. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und was mir gefällt, was ich gesehen habe, ist, dass der Kanal gerade sehr an Fahrt aufnimmt. Und das freut mich natürlich sehr. Und ich möchte euch aber auch noch auf meinen zweiten Kanal aufmerksam machen. Da geht es um Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung. Und den habe ich euch mal hier verlinkt. Und vielleicht könnt ihr euch das auch mal anschauen und vielleicht da auch was mitnehmen. Und würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es. Das wäre ganz toll. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.